Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transporten, nein nicht ganz, Train Simulator 2019. Wir sind heute unterwegs zum allerersten Mal mit der Baureihe 112 und zwar im Sandwich-Betrieb, weil der Steuerwagen im Eimer ist. Schauen wir gerade mal hier noch in die Anweisung, ob sonst noch irgendwas von Belang ist hier. Fahrplan ist knapp, na wunderbar. Lass den Zugbremskraftwähler daher auch auf 80 stehen. Okay, na gut, das merke ich mir mal. Und ansonsten, ja gut, wir müssen noch den ICE von Leipzig nach Berlin durchlassen. Aber ich denke mal, den Rest, das passt schon. Gut, wie mir scheint, ist die Lok bereits fertig aufgerüstet. Sehe ich das richtig? Ja, okay, alles klar. SIFA ist schon an, PZB ist an, obere Zugart eingestellt. Ja, dann sollte man vielleicht die Leute mal einsteigen lassen und den Neuzugang hier ein wenig unter die Lupe nehmen. Schönes Teil. Ich muss gestehen, die 112 hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und habe die auch komplett falsch eingeordnet. Ich war eigentlich der Meinung, die ist irgendwie so dem Einheitslokomotivprogramm entsprungen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also das ist eine ganz, ganz andere Geschichte hier. Die hatte ich komplett falsch eingeordnet. So, da ist das Corpus Delicti, der defekte Steuerwagen. Dann haben wir hier noch ein paar Doppelstocks am Haken und hinten dran nochmal eine 112. Ich habe den Wiki-Artikel so ein bisschen überflogen zum Thema 112 und es war scheinbar tatsächlich so, dass zu der Zeit, als DB und DR noch eine Zeit lang parallel existiert haben, wurden offenbar von beiden Eisenbahngesellschaften diese Lokomotiven in Auftrag gegeben. Da hat die so ein bisschen ihren Ursprung und das macht sie, glaube ich, auch so ein bisschen einzigartig. Und hier mit diesem Traktionsregler, was war denn damit gemeint? Den soll ich auf 80 lassen, also hier, ne? Logischerweise. Das ist halt, die hat auch so eine Art, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, und wahrscheinlich drücke ich mich komplett inkorrekt aus, aber das ist halt so eine Art, ja, eingebauter, fest installierter Tempomat. Also ihr werdet das gleich sehen, ich kann hier keine Fahrstufen in dem Sinne auswählen, sondern halt direkt die gewünschte Geschwindigkeit. Und den Rest macht die Lok mehr oder minder von alleine. Das Einzige, wo ich, glaube ich, darauf zu achten habe, ist, dass wenn die Geschwindigkeit erreicht ist und bevor ich dann bremsen will, muss ich halt die Fahrstufen komplett ablaufen lassen. Das macht man, glaube ich, mit der Taste F. Das ist der Shortcut dafür. Genau, so sieht's aus. Also eigentlich gar keine so schlechte Lok. Natürlich durchaus verwandt, sage ich mal, mit der 143. Das sieht man ja auch im Führerstand ganz gut. Auf den ersten Blick sehe ich persönlich da keinen Unterschied. Ich hatte halt, ich weiß gar nicht von wem die war, die 143, ist es Train Team Berlin, so eine abgespeckte Variante halt. Also die von VR habe ich mir noch nicht gegönnt. Aber die sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Also auch was das äußere Design angeht, natürlich gibt es ein paar Unterschiede. Ich glaube die 143 hat hier vorne noch doppelte Leuchten und nicht diese Einzelleuchten. Aber im Großen und Ganzen sind die sich schon sehr, sehr ähnlich. Könnte auch gar nicht sagen, welche moderner ist. Aber gut, 5.38 Uhr. Gut, das hieß ja, dass dieses Signal kann ich erstmal ignorieren. Dann machen wir uns auch direkt vom Acker. Hier sieht man schon schön, da geht der rote Pfeil auf die gewünschte Geschwindigkeit hoch. Und jetzt kriegen wir auch Leistungen. Gerade mal noch ein bisschen langsamer. Ah, sieh an. Okay, alles klar. Signal hat eh schon umgeschalten. Dann können wir ja direkt hier, dann regeln wir mal auf 80. Da stand ja so in der Beschreibung. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, Beschleunigungswerte sind aber nicht verkehrt. Ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung wahrscheinlich, weil ich jetzt einfach auch die Güterzüge, das ist einfach eine andere Hausnummer als so ein Personenzug. Aber die zieht schon nicht schlecht ab. Jetzt frage ich mich aber, naja, mit 80,
Oder habe ich da irgendwas vielleicht missverstanden bei der Einführung? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen der DB Regio begrüße ich auch alle in Bitterfeld zugestiegenen Fahrgäste an Bord des Regionalexpress 3342 auf der Fahrt nach Schwedt an der Oder über Mulstein, Burg Chemnitz, Gräfenhainichen, Rades, Bergwitz, Pratau, Lutherstadt, Wittenberg, Jüterbog, Berlin, Lichterfelde Ost, Berlin, Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen, Eberswalde und Angermünde. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Mullenstein. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich uns auch. Also ich habe mich gerade mal entschlossen, doch ein bisschen mehr Gas zu geben. Das kann es ja nicht sein, hier mit 80 dahin zu zuckeln. Da muss ich doch irgendwas missverstanden haben, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn und Zweck der Sache ist, hier mit 80 entlang zu fahren. Gut, V-Max der Lokomotive ist, meine ich, 160 km/h. Richtig. Und die Doppelstockwägen müssten eigentlich auch für 160 ausgelegt sein. Ja, komm, das gönnen wir uns schon. Wenn wir fahren dürfen, dann fahren wir. Im Güterverkehr. Okay, ich lasse jetzt die Fahrstufen mal ablaufen. Denn Muldenstein voraus. Oh, da blinkt's. KS-Signalsystem. Tempo 60. Oh. War vielleicht doch keine so gute Idee. So viel zu beschleunigen. Jetzt müssen wir erstmal unter die 85 kommen. Okay, passt schon. So. Ah, das sieht doch ganz gut aus hier. So, weiter mit 60. Also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Wenn man die Kiste noch nie gefahren ist. Nächster Halt, Muldenstein. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Aber im Grunde der erste Eindruck, muss ich sagen, das ist schon ein ganz komfortables Fahren hier. Also nicht so verkehrt. Jetzt werden wir hier abgezweigt aufs rechte Gleis. Fahrstufen sind abgelaufen. Ohohoho, das wird aber knapp hier. Kriegen wir das noch gebremst? Ah, sieht gut aus. Punktlandung, würde ich sagen. Hey, nicht schlecht. So. Okay. Fahrplan sieht gut aus. Überpünktlich sogar. Okay, sehr schön. Haben wir den Zug überhaupt ganz untergebracht hier? Ja, das passt. Na, ja, bis auf die letzte Tür. Okay, bis auf die letzten zwei Türen. Aber da kann ich ja nichts dafür, dass die hier so ein Gitter hingebaut haben. Also, Entschuldigung. Nennen wir es mal Komfortmangel. Ah, ich hätte noch einen Meter weiter vorziehen können. Okay. Ja, da muss noch ein Güterzug warten. Der lässt uns wahrscheinlich erstmal durch. Sehr schön. Ja, cool. Erster Eindruck ist wirklich top. Muss ich sagen. Also die KAM wurde öfter schon mal in den Kommentaren vorgeschlagen, die 112. Und irgendwie, na, ich habe dann doch immer, wenn ich wieder eingekauft habe, dann doch immer irgendwas anderes bevorzugt. Aber die ist echt nicht verkehrt. Gut, sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Bremse gelöst und weiter mit Tempo 60.
Na? Bremsdruck ist doch da. Was hat er für ein Problem? Türen? Türen sind verriegelt, ja. Sollte gleich weitergehen. Okay. Sehr gut. Dann werden wir wohl gleich zurückgefädelt aufs Hauptgleis. Nächster Halt ist dann Burg Chemnitz. Ah, das ist schon ganz schön ein Stop and Go hier. Aber gut, ist eben nun mal ein RE. Was willst du machen? Und was auch mal angemerkt wurde in den letzten Folgen, dass es doch ein bisschen mehr geruckelt hat als sonst. Ich meine, das kommt immer wieder vor beim TS, also auch mit meinem System. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun soll. Ich habe aber zwischenzeitlich jetzt mal eine Dateiüberprüfung bei Steam gemacht und siehe da, weil ich hatte irgendwo gelesen, dass jemand auch diese, also ähnliche Probleme hatte, halt Performance-Probleme damit, wenn man das eingibt bei Google und Train Simulator dazu. Da findet man ziemlich viele Ergebnisse. Aber ein Lösungsansatz war halt unter anderem tatsächlich mal einfach eine stinknormale Steam-Überprüfung zu machen. Habe ich dann getan und siehe da, es waren glaube ich um die 68 Dateien angeblich fehlerhaft. Und ich habe schon den Eindruck, dass das was gebracht hat. Und ich habe halt in letzter Zeit auch wirklich massig Aufgaben installiert. Ich habe Strecken-Upgrades installiert, das Upgrade für Hamburg-Hannover Deluxe habe ich installiert und mir neue Strecken gekauft, Rollmaterial und so weiter und so fort. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt dann irgendwie mal zu Problemen führt. Und ich habe schon den Eindruck, dass es was gebracht hat. Ich meine, diese Nachladeruckler, wenn eine neue Kachel kommt, das wird man, glaube ich, nie ganz wegbekommen. Und also liegt natürlich auch auf einer SSD, das Spiel und so weiter und so fort, alle Register gezogen. Aber normalerweise sind das halt wirklich nur so Mikroruckler, die man halt bei den Übergängen von Kachel zu Kachel merken kann. Und das hatte tatsächlich ein bisschen Überhand genommen in den letzten Folgen. Und ich hoffe mal, das Problem ist jetzt wieder einigermaßen eingedämmt. Nächster Halt, Burg Chemnitz. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Burg Chemnitz, so, so. Okay, da befindet sich der Bahnsteig direkt an der Strecke, da werden wir nicht irgendwie abgezweigt. Und jetzt sollte ich vielleicht auch langsam mal runterbremsen. Ah ja, das geht schon. Der ist auch ein bisschen länger, der Bahnsteig. So, sehr schön. So, das sollte genügen. Nette Geräuschkulisse. Und die klingt auch ganz ähnlich wie die 143. Also da wird schon wahrscheinlich weitestgehend dieselbe Technik verbaut sein. Wo genau die Unterschiede liegen, das weiß ich leider auch nicht.
So, Abfahrt. Also gerade wenn die Fahrmotorlüfter anspringen, das klingt schon nicht verkehrt. Das ist echt nett gemacht. So. Weiter mit unserem Sandwich. So. Ja, auch gerade mal 5 Kilometer. Ja, aber ich würde mal sagen, der Fahrplan, der ist schon einigermaßen gut zu halten. Also so dramatisch erscheint mir das jetzt nicht. Ich glaube, da vorne blinkt es auch schon wieder. So. Okay. Das sieht gut aus. Die bremst aber auch flott runter. Also nicht schlecht. So, viel zu früh auf die 60 runtergebremst. Aber lieber so als eine Zwangse kassieren. Wahrscheinlich auch wieder so eine Station, wo sie den Bahnsteig quasi ein bisschen versetzt haben und von der Hauptstrecke weggebaut. Sieht man ja doch relativ häufig auf dieser Strecke. Nächster Halt, Gräfenhainichen. Der Ausstieg befindet sich rechts. So. Ich hätte ja sogar die LZB zuschalten können, aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Bei dem Stop and Go. Schneller als 160 dürfen wir sowieso nicht, von daher können wir uns das, glaube ich, auch getrost sparen. Ja, jetzt sind wir doch tatsächlich schon ein bisschen spät dran hier. Oh! Nein, 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 nein. Komm, komm. Brems, brems, brems. Eieieiei. Gerade so. Ich hoffe, man sieht's mir nach. War ein langer Tag heute und ich nehme relativ spät auf. Ungewöhnlich spät für meine Verhältnisse. Das Szenario ist übrigens, glaube ich, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, von einem Aufgabenersteller namens Kurt. Und das müsste auch derselbe gewesen sein, der die Aufgaben mit der 151 aus den letzten beiden Folgen gebastelt hat.
Also da gibt es noch einiges Gutes, was man sich da besorgen kann von dem offenbar durchaus sehr talentierten Menschen. So, Abfahrt. So, jetzt dürfen wir wieder Gas geben. Und auch bis Radis sind es wahrscheinlich auch gerade mal... Ah, oh, das hat nicht mehr gegolten. Da waren wir tatsächlich ein paar Sekunden zu spät dran. Naja, naja. Na gut. Ärgerlich. Okay, hier lohnt es sich aber wirklich nicht, auf Vollgas zu gehen. Der nächste Halt ist ja eh schon wieder in Sichtweite. Ja, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig die Kiste. Also mit dieser Art Tempomat, die das Ding an Bord hat, ist schon ein bisschen seltsam am Anfang. Ja, krass, ich kann den Fahrplan echt nicht halten. Jetzt haben wir schon eine Minute. Nee, noch keine Minute, aber es läuft darauf hinaus, auf eine Minute Verspätung. Naja. Aber stand ja auch so in der Beschreibung. Coole Geräuschkulisse im Führerstand auf jeden Fall. Mit dem ganzen Hydraulikzischen. Nett gemacht. Lösen und es geht direkt weiter. Angenehm kurze Aufenthaltszeiten überall.
Gut. Auf nach Bergwitz. Weiter mitten durch die Walachei. So, wie weit haben wir's denn bis Bergwitz? Okay, sind wir eh gleich da. Auch einiges an Güterverkehr heute auf den Strecken unterwegs. Das sollte genügen. Na, packen wir noch ein bisschen was drauf. Was soll der Geiz? Wer Kuh, der Kuh. Ja, der kommt schon flott auf seine 160, ne? Das ist keine schlechte Lok. Und es ist doch relativ ruhig hier vorne im Führerstand. Können wir hier auch noch irgendwas machen? Nö. Ja, das, also Türen und Fenster öffnen, Seitenfenster öffnen, das geht, habe ich den Eindruck, wirklich nur bei den, ja, bei den modernen Loks, bei den relativ neuen Modellen. So, lass mal die Fahrstufen mal ablaufen. Und sehen mal zu, dass wir hier anbremsen. Rollen lassen hier. Haben wir noch fast einen Kilometer. Nächster Halt, Bergwitz. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung gleich. Sieht nicht so schlecht aus. Ja, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat an die Lok, ist das schon eine ganz angenehme Geschichte hier. So. Recken wir mal den Kopf hinaus. Aber diese ganzen kleinen Kaffbahnhöfe hier entlang der Strecke, die haben fast alle so ein schönes altes Bahnhofsgebäude. Ja, hier noch so ein alter Güterschuppen mit dabei. Schön, schön, schön. Jo, was war das? Ah ja. Was war... Bitte? Ihr habt das auch gesehen, oder? Ich bilde mir das nicht ein. Der Zug ist gerade verschwunden. WTF. Okay. Ja. Habe ich so noch nicht erlebt im Train-Simulator.
Vielleicht möglicherweise ein kleiner Fehler im Szenario, ich weiß es nicht. Okay. Ja, das Eisenbahn-Bermuda-Dreieck hier in der Nähe von Lutherstadt-Wittenberg. Oder wie auch immer. Höchst eigenartig, habe ich ja noch nie erlebt. Ganz, ganz komisch. Naja, gut, wir müssen weiter. Ich werde es mal dem Fahrdienstleiter melden bei Gelegenheit. Okay, vorletzter Aufenthalt hier in Pratau. Verschwindet der Zug einfach. Was ist denn los heute, ey? Eieiei. Komischer Tag. Ja. München total im Schnee versunken. Ihr habt es wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, dass in Bayern ganz schön abgeht. In manchen umliegenden Landkreisen haben sie tatsächlich Katastrophenalarm ausgerufen und teilweise muss die Bundeswehr da Lebensmittel hinkarren mit entsprechendem Gerät. In der Stadt geht es ja einigermaßen, aber es ist schon unangenehm. So, was haben wir da vorne wieder für einen Blinky Blink? Wahrscheinlich wieder Tempo 60, weil wir abgezweigt werden. Vermute ich mal. Okay, 80 diesmal, alles klar. Gut. Jojo. Die Heimatstadt versinkt im Schnee und hier kurz vor Wittenberg verschwinden die Züge einfach mitten auf der Strecke. Nicht zu glauben. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. In Fahrtrichtung rechts aussteigen. Fettes Kraftwerk da hinten. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, lassen wir die Fahrstufen mal ganz ablaufen. Das ist jetzt geschehen. Tempo 60 erwarten. Dann bestätigen wir das mal. Und dann erreichen wir auch schon Pratau. Oh, das ist auch wieder so ein elendig kurzer Bahnsteig. Da muss ich ganz schön in die Eisen steigen hier. Okay. Also gerade die Drehgestelle, muss ich sagen, die begeistern mich jedes Mal aufs Neue. Das gilt für fast alle Lokomotiven. Also gerade das ganze VR-Material, das ist schon immer toll gemacht hier. Und auch diese ganzen technischen Bezeichnungen hier, die Revisionsdaten. Das ist schon cool, wie hier aufs Detail geachtet wird. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann weiter mit 60.
kommt der ICE angebrettert. Oh, wir hatten... wir hatten Wechselblinken. Verflucht. Zu spät gesehen. I'm sorry, Leute. So. Ich hab's einfach zu spät bemerkt. So, was ist los? Wieso? So. War diesen los? Okay, die Hauptluftleitung ist noch nicht gefüllt, oder? Warum nicht? Muss ich vielleicht die Bremse nochmal anziehen? Jetzt müsste es doch eigentlich wieder gehen. Ja, okay. Passt, weiter geht's. Naja, die armen Passagiere. Ich hoffe, da muss keiner pünktlich zur Arbeit oder so. Hoffentlich ist Feiertag. So, okay, dann dürfen wir wieder. Alles klar, geben wir Gas. Auf nach Wittenberg. Oh, wir haben ja noch 60. Ups. So. Okay, jetzt darf man Gas geben. Höchst offiziell. Furchtbare Tröte, muss ich sagen. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster Halt ist dann in Kürze Lutherstadt-Wittenberg. In Lutherstadt-Wittenberg besteht Anschluss an der Regionalbahn nach Dessau über Griebow, Coswig, Kliegen und Roßlau an der Elbe. Die planmäßige Abfahrt um 6.23 Uhr von Gleis 5. Sowie an eine Regionalbahn nach Falkenberg an der Elster über Mühlanger, Elster, Jessen, Annaburg und Vermerswalde. Die planmäßige Abfahrt um 6.49 Uhr von Gleis 6. Im Namen des gesamten Lokozugpersonals verabschiede ich mich von allen Fahrgästen, die uns in Lutherstadt-Wittenberg verlassen. Wir danken uns für die Fahrt mit DB Regio und wir würden uns freuen, Sie bald wieder in einem unserer Züge begrüßen zu dürfen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. So, oh, wie viel später haben wir denn eingesammelt? Naja, geht ja eigentlich. Da kommen wir jetzt mit 3,5 oder so an. Hatte schon schlimmer. So. Leute, wir erreichen Lutherstadt-Wittenberg. War ich auch echt schon lange nicht mehr unterwegs auf der Strecke. Durchaus eine ganz willkommene Abwechslung. So, dass der 500 Hertz mal geht. Dann bleiben wir mal schön stehen hier. Gut. Mit 3,5 Minuten Verspätung erreichen wir Lutherstadt-Wittenberg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, trotz des ein oder anderen Fauxpas hat es euch ein wenig gefallen. Hier mit der Baureihe 112. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschalten würdet. Voraussichtlich mit dem nächsten Teil, wo es dann weitergeht. Bis ganz runter nach Berlin. Bis dahin und macht's gut.